Einführung des iPads hat hier ja eigentlich erst in zweiter Instanz gestanden. Es ging mehr darum, dieses digitale Klassenbuch einzuführen. Und da war die Frage, wie kann ich das digitale Klassenbuch in den Unterricht integrieren? Vor allen Dingen in ein Schulgebäude, was von der Infrastruktur so nicht geschaffen ist, in jedem Klassenraum PC zu setzen, beziehungsweise das einfach sehr, sehr teuer gewesen wäre. Und da kam dann recht schnell die Idee, auf das Ganze über Wireless LAN zu gestalten. Und dieses sollte dann, wie gesagt, eben einfach zu handhaben sein. Also kein langes Rauf, kein langes Runterfahren von irgendwelchen Laptops, die sich dann ins WLAN einloggen müssen. Und da war ein Tablet-PC die erste Wahl. Aufklappen, Anfang, fertig. Ich denke, dass das eigentlich relativ ohne Probleme im Kollegium angenommen wurde, weil wir ein aufgeschlossenes Kollegium haben, aber auch weil keiner das Gefühl hatte, überrumpelt zu werden damit. Und darüber hinaus ist eben auch eine Unterstützung für Schüler, die Schwierigkeiten haben zu lernen, vielleicht auch einfach ein Handicap haben. Da helfen digitale Medien eben, das Ganze darzustellen. Und sie bieten die Möglichkeit, neben dem Lehrer, der es erklärt, eben auch nochmal in Schriftform über irgendwelche Enzyklopädien im Internet oder auch als Videodateien sich das Ganze von anderer Seite aus erklären zu lassen. Und das hilft, glaube ich, den Schülern, auch dem Lehrer, denn wenn die digitalen Medien funktionieren, sind sie, glaube ich, entlastend. Ich versuche immer, andere Kanäle anzusprechen, auch irgendwie mal Skurriles umzusetzen und versuche einfach, die Schüler zu motivieren, sich mit den Themen auseinanderzusetzen auf einer anderen Ebene. Beispiele, Videos drehen oder jetzt habe ich ein Hörspiel gemacht, was sehr gut ankam in der Quantenphysik. Quantenphysik ist etwas, was man eigentlich nur ganz schwer erklären, fassen, greifen kann. Man braucht ganz viel Vorstellungsvermögen und da ist ein Hörspiel, glaube ich, einfach fantastisch dafür. Es fehlt einem einerseits die Unterstützung des Bildes, aber die Schüler müssen sich mit der Thematik auseinandersetzen und das wirklich auf das reduzieren, was wichtig ist. Und das dann auch noch nur durch Sprache und Ton darzustellen, ist was ganz Eigenartiges. Und da kamen sehr, sehr witzige Sachen mal raus. Digitale Medien, glaube ich, schaffen für viele Lehrer Probleme, weswegen viele digitale Medien eben in den Schulen noch nicht so vertreten sein oder sind, wie sie es sein könnten. Und da muss man, glaube ich, die Lehrer erstmal in erster Hinsicht für gewinnen. Und das Problem des Lehrers ist eben, dass mit der Einführung der digitalen Medien die Schüler plötzlich besser sich damit auskennen als der Lehrer selbst. Und das ist für den Lehrer erstmal ungewöhnlich. Und die digitalen Medien müssen also so eingesetzt und auch so in den Unterricht integriert sein, dass das alles von sich aus funktioniert und dass auch ein Lehrer nicht drüber nachdenken muss, wie er es einzusetzen hat. Und dann kann man damit ganz, ganz viel machen und den Unterricht ganz neu gestalten.